Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich heute am 22. August 2019. Mein Name ist Manuela. Ich bekomme wieder Botschaften für Sie von Gott. Er möchte das sehr gerne, dass ich das weiterleite zu den Menschen. Auch schon eine Person ist gut für Gott, wenn wir die erreichen können und die davon weiß, von dem, was Gott mir sagt. Weil zwei Personen schon ausreichen, damit Jesus helfen kann in die richtige Richtung. Und das ist mein Weg immer dabei und mein Ziel auch. Ich brauche gar nicht sonderlich viele Menschen, sondern überwiegend welche, die mir helfen können, bereit sind dazu, durch ihre Gebete, durch ihre Gebetskraft auch. Aus ganzem Herzen heraus. Und dann habe ich Gold schon für mich. Dann kann ich das, was der Drache macht mit sehr vielen Menschen, umwandeln immer wieder neu. Immer wieder neu alles, was er getan hat, durch seine Gedanken, die sich immer wiederholen, immer wieder von neuem, was schon mehrere Milliarden Jahre so geht inzwischen. Sprich, seitdem der liebe Luzifer, der bei Gott war, ein böser Drache wurde. Und weshalb es auch genau deshalb die Bibeloffenbarung gibt. Aber auch die verheerenden Unwetter zurzeit, weil wir die Apokalypse haben. Apokalypse bedeutet übersetzt einfach nur Offenbarung. Alles darf offenbart werden. Alle Menschen dürfen sich offenbaren. Gott tut nichts eine ganze Weile, außer es wird zu extrem. Dann muss Gott einschreiten. Dann vor allem, wenn Menschen sehr bedroht werden oder auch verfolgt werden, wie das heutzutage viele Gläubige erleben müssen, Christen vor allem. Und das auch weltweit. Es wird aber keinen Tag geben der Entrückung, wie viele Christen das glauben mögen. Das ist verdreht worden in der Bibel total. Das kann auch gar nicht sein, weil Gott will sehr gerne, dass viele Gläubige, die an Gott glauben, helfen auf der Erde, weil Gott die Hilfe von denen braucht sehr, die Gebete vor allem und die positive Ausstrahlung auch und deshalb schon geht das gar nicht. Die Gläubigen müssen alle helfen, damit der Drache besiegt wird. Erstmal, indem man den Drachen in sich selbst besiegt, was sehr schwer ist, weil dafür muss man ihn erkennen erst einmal. Und das wiederum geht nur, wenn man offen ist, wach werden will, immer wacher, das heißt immer bewusster und noch bewusster und den Weg der Erleuchtung geht sozusagen. Anders kommt man da nicht hin. Das geht auch gar nicht, weil man nicht weiß wie. Nur wenn man rein sein will, das heißt wach sein will, das ist alles, das bedeutet das nur, mehr nicht. Was eigentlich sehr einfach ist, sag ich mal. Es wird aber oftmals sehr schwer gemacht, weil Menschen schon Blockaden haben in sich, zu viele auch oftmals durch ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben schon, wann auch immer das war, und dann dementsprechend innere Widerstände aufbauen in sich drin, was einen verhärten lässt, unsicher macht, die man aber verdeckt, die Unsicherheit, es zumindest versucht, immer wieder, um sich zu schützen, auch vor Gefahren, vor Verletzungen, vor allem von Menschen. Und wo werden wir am meisten verletzt? In Beziehungen natürlich, wenn es um Liebe geht. Man kann das natürlich alles so machen, wie Heidi Klum das tut, sag ich mal, ohne das bewerten zu wollen. Darum geht es mir gar nicht. Ich nutze das nur sehr gerne als Beispiel, weil sie weltbekannt ist. Nur deshalb. Amen in Amen.
Außerdem tun das viele so, wie sie das tun. Dass das aber wiederum zum Klimawandel führt, das weiß niemand. Amen, den Amen. Das weiß ich aber, weil ich Gott als Sprachrohr habe. Und ich möchte ganz kurz deklarieren, warum das so ist. Einfach nur als Beispiel, als Fallbeispiel. Und bitte nicht dabei an Heidi Klum denken, weil das wirklich sehr verbreitet ist. Sie ist nur in der Öffentlichkeit und dadurch sehr bekannt, durch ihre Beliebtheit auch vor allem. Und deshalb nehme ich lieber sie als Beispiel als irgendeine fremde Person, die niemand kennt. Amen in Amen. Ein typisches Beispiel ist aber, wenn man Erfahrungen gemacht hat in seinen Beziehungen und wenn die in die Brüche gehen, aus welchen Gründen auch immer, man sich dann einfach sagt, ach was soll's, dumm gelaufen, hat eben nicht geklappt, ich sehe gut aus, ich suche mir was Neues. Das kann natürlich jeder so tun, vor allem wenn man gut aussieht, dann ist das kein Problem. Dann geht das sehr schnell. Habe ich selber so gemacht und das funktioniert sehr gut. Ob das glücklich macht, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Die Liebe will jeder haben, fast jeder zumindest. Wenn nicht, dann stimmt schon was nicht mit dieser Person. Aber eigentlich ist das so der Fall und das gilt für alle Menschen weltweit. Ist ja auch logisch. Dafür sind wir ja auch hier auf der noch in Anführungsstrichen schönen Erde und deshalb wollen wir ja auch hier sein. Das ist ja auch Grund und Zweck und Sinn der Sache. Amen. So, und dann sucht man sich einen neuen Partner und das so lange, bis es geklappt hat. Und wenn es nur ein paar Jahre geklappt hat, auch egal dann. Dann kommt eben der Nächste, der einem gut tut. Und das merkt man ja, ob einem das gut tut oder nicht. So kann man natürlich verfahren, das ist kein Problem. Ich kann mir auch ein Dildo kaufen und brauche gar keinen Mann mehr. Das geht auch, wenn man das will. Wenn man sich gar nicht mehr darauf einlassen kann, weil man das nicht will, weil die einem schon viel zu sehr wehgetan haben. Das gibt bestimmt viele, die das so tun. Davon bin ich überzeugt. Ich habe vor gar nicht langer Zeit einen Bericht gesehen im Fernsehen. Ich war auch total schockiert darüber gewesen, weil in Japan ganz viele Japaner sich eine Puppe kaufen. Diese Puppen mit den großen Augen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie diese Puppen heißen. Yanga oder so ähnlich. Also diese süßen Puppen gibt auch bereits eine Moderichtung diesbezüglich. Und die gehen wirklich sonntags mit ihrer Puppe spazieren. Die machen eine Sightseeing-Tour. Die reden mit der Puppe, als wäre das eine Frau und fühlen sich ganz toll dabei, weil die Puppe sieht immer toll aus, hat immer schöne, strahlende, große Augen. Und im Bett kuscheln sie mit der Puppe wie mit einem Teddybär. Die ist auch oftmals sehr großbusig. Das kann es ja nun wirklich nicht sein, ne? Sag ich mal. Worauf ich hinaus will, ist ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist wichtig im Leben, lebenswert und vor allem auch moralisch und ethisch. Darauf will ich hinaus nur. Amen, Amen. Wenn man nicht fühlen will, weil es wehtun könnte, weil das andere ja bereits schon gewagt haben, dann ist man tot innerlich. Dann weigert man sich, wachsen zu wollen, sich zu entwickeln, wofür wir aber wiederum hier auf der Erde nur sind. Die Erde ist lediglich nur ein Reinigungsplanet und mehr nicht. Das fängt schon an, sobald wir unseren ersten Atemzug machen. Das ist einfach so. Wir sind zeitlebens immer nur mit der Reinigung beschäftigt. Das können wir natürlich vernachlässigen und auch verwahrlosen, tun ja einige. Die dienen aber in der Regel nur dazu, damit man sehen kann, was nicht erstrebenswert ist. Amen.
Trotzdem sollten diese Menschen meines Erachtens sehr viel Unterstützung bekommen, in welcher Form auch immer, dass man für sie da ist, dass es Einrichtungen gibt, wo sie hin können und Hilfe bekommen können. Auch wenn meines Erachtens wieder viel mehr getan werden könnte, auch getan werden müsste, weil Menschen sind genug hier auf der Erde. Da ist nicht das Problem. Wissen ist auch genug da. Es gibt Bücher ohne Ende, und zwar in jeder Bücherei, ohne Ausnahme. Es ist alles da, was man braucht. Es gibt genug Menschen, die ihr Wissen zusammengetragen haben und das veröffentlicht haben, was auch sehr gut ist und vor allem sehr hilfreich auch. Wenn man aber nicht gucken will, das ignoriert in sich und sich sagt, ach, ich lebe nur einmal, was soll's? Auf jeden Fall, mir geht's gut. Dann lacht man sich dadurch ganz schnell den Drachen an, und zwar durch das unbewusste Verhalten, was man hat. Das muss man dann nur wissen. Das ist auch bei vielen so. Sie wissen das aber gar nicht. Da ist das Problem. Und sie wissen vor allem gar nicht, was sie mit ihrer Seele tun, durch den Drachen, den sie dann haben, durch ihr falsches Verhalten und durch falsche Gedanken, die man denken kann. Und lebt man so, kann man solchen Menschen nicht mit der Bibel kommen. Damit wollen die wenigsten dann etwas zu tun haben, weil die kommen ja gut klar im Leben. Warum sollten sie das auch tun? Was man über die Kirchen hört, in der Regel, ist ja auch nicht gerade prickelig. Und eher will man weg davon, als dorthin gehen. Ist ja auch in Ordnung so. Solange man die Gesetze Gottes achtet in sich drin und positiv ist, damit ist aber gemeint nur so, wie Gott das will. Und das meint auch, weil Luzifer ist auch sehr positiv. Der sorgt auch dafür, dass Menschen sehr positiv sind und dass sie auch sehr viel tun, Positives, sehr viel geben auch. Da ist nicht das Problem. Der macht haargenau das Gleiche, so wie auch Jesus das tut. Nur wenn er das tut, ist es schwarz und nur durch Gott ist es weiß. Wie aber weiß man, dass man nur den Baum der Erkenntnis hat, statt den Baum des Lebens? Das erkennt man sehr schnell, sage ich mal. Wenn man da, wo man Probleme hat, an diesen Stellen immer wieder dieselben Probleme hat, die immer wiederkehren, dann sollte man spätestens wissen, dass da etwas nicht in Ordnung ist in diesen Bereichen, und dagegen sollte man auf jeden Fall etwas tun. Licht hineinbringen lassen, das geht nur durch die Erkenntnis, und der Weg ist nicht immer schön, sogar fast gar nicht, sage ich mal, weil man sich Dinge von sich ansehen muss dann, das wäre der richtige Weg, die man nicht sehen will, nicht wahrhaben will, und vor allem, man muss die Verantwortung voll und ganz dafür übernehmen auch. Sonst hat man keine Chance. Mit Opferspielen und Ping-Pong-Spielen kommt man nicht weiter, auf gar keinen Fall. Dann bleibt man stecken in diesen Situationen, wenn sie vorhanden sind. Es kommt keine Entwicklung rein. Auch keine Lösung. Man dreht sich im Kreis und merkt gar nicht, dass man auf einer Stelle stehen geblieben ist. Das kommt dann dabei heraus. Ich habe viele Spirituelle erlebt, die machen das und das. Hier Reiki, also jetzt nur beispielsweise auch. Und da Familienaufstellung. Dann nehmen sie Kontakt auf zu einem Engel und machen und tun, um weiterzukommen für sie, und denken dann,
Sie sind auch weitergekommen. Nur weil sie das und das gemacht haben in ihrem Leben und es ihnen auch was gebracht hat, so ist das ja nicht. Aber oftmals hat es das Problem nicht gelöst, was sie haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man mich kennt, na, das sagt die Richtige da. Die muss es ja wissen. Die geht wohl von sich aus und überträgt das nur auf andere. Das kann man gerne so tun natürlich. Ich sag mal, wenn man krank werden will, dann tut man das. Weil alle, die ich kenne, die das getan haben, die sind alle krank geworden. Und viele sind auch schon tot. Amen in Arm. Weil Gott das nicht mitmacht, sich das auch nicht lange mit ansieht, weil ich für ihn die Erleuchtete bin aus den Prophezeiungen, viel getan habe dafür auch, nichts zurückbekomme dafür, gar nichts. Alles mache ich umsonst, leider Gottes immer. Und jetzt inzwischen nur, weil das schon so dramatisch geworden ist. Die Menschen sind in einer sehr großen Bedrohung, sag ich mal. Und ich sage auch, 2019 ist viel schlimmer noch als 2018 schon war. Ich habe zwar sehr viel für Deutschland gemacht, aber jetzt kommt erstmal wieder eine neue Hitzeperiode in Deutschland, was ich gerne mit Gott verhindern wollte. Es ging aber nicht. Ich musste anderen helfen. Ich hatte sehr viel zu tun die letzten Wochen. Ich musste sehr oft sehr schwachen Menschen helfen. Das mache ich ja auch gerne. Das ist ja auch mein Beruf. Und um das tun zu können, brauche ich immer wieder mal auch Hilfe. Man kann nicht alles alleine tun als Mensch. Und ich sag mal, deshalb sind wir ja auch hier auf der Erde, nicht wahr? Amen. Also habe ich dann Gott gefragt, was ich tun soll und auch was ich tun kann, was das Beste ist. Und Gott hat dann gesagt, was er immer sagt. Also das kenne ich schon so, dass einige Personen ganz besonders viel Licht brauchen für sich. Und das wäre schön, wenn die helfen würden, um dann Licht bekommen zu können. Mir standen dann ehrlich gesagt die Haare zu Berge, weil ich weiß aus Erfahrungen bereits, was dann immer passiert ist bisher. Und ich habe auch gar kein Vertrauen mehr darin, dass das besser werden könnte, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn Gott sagt, ich möchte eine neue Chance geben, dann mache ich das natürlich, logisch. Dann sage ich mir, okay, gut, machen wir. Aber ich habe immer recht. Und Gott wiederum ist das egal, weil er sagt sich, wir haben auch die Zeit der Gnade momentan, solange die Apokalypse läuft. Und ich will den Menschen gerne helfen, die besonders viel Hilfe nötig haben. Und das verstehe ich auch, wenn Gott das so sieht. Ich habe aber leider auch Zauberer in meinen Reihen, so wie fast alle Medien, vor allem große Medien, das auch haben. Das ist normal so dann, sage ich mal, die gerne mit mir konkurrieren wollen, Gott austricksen wollen, auch sehr gerne. Die sind so gestrickt. Dagegen kann man nichts tun, wenn der Film bei denen abläuft. Man muss sich das so vorstellen. Man legt eine Kassette ein in einen Rekorder und die Kassette läuft. Der Film läuft dann ab. Der ist erstmal nicht zu stoppen dann, wenn der erst einmal angefangen hat zu laufen. Also der Film, der im Kopf stattfindet. Alles, was sie Gott versprochen hatten, die Wochen davor, sind futsch mit einem Mal. Nur weil sie Kontakt zu mir haben und ganz genau wissen auch durch Gott, weil er es ihnen selbst in die Hände gibt durch mich, dass sie Macht ausüben können auf Gott, wenn sie den Drachen haben und nicht auf Gott hören,
vor allem nicht auf das, was Gott verboten hat. Und wenn das kippt auf einmal, dann stehe ich da mit meinem Talent. Ich kriege dann sofort keine Luft mehr. Das ist so, weil wenn jemand den Drachen hat, der mit mir reden will und mit mir Kaffee trinkt, das bedeutet dann, Schwarz und Weiß treffen massiv aufeinander. Der Drache kann dann durch diese Person Kontakt aufnehmen zu dem Höchsten, was Gott hat hier auf der Erde. Und das bin ich, nach Jesus bin ich das höchste Licht hier auf der Erde, sagt Gott. Und das steht ja auch schon in der Bibel so, dass der Drache die Frau verfolgt und sie ersäufen will. Und deshalb hat Gott die Leute gewarnt, die mich kennen, die mögen bitte achtsam sein, aufpassen, dass sie nicht für sich den Drachen bekommen, weil es mir dann nur gut geht. Ja, aber die Frage ist, wollen sie das denn überhaupt, dass es mir gut geht? Da ist der springende Punkt bei denen. Das wollen sie nämlich eben nicht. Sie sind sich selbst nur am nächsten und wollen nur, dass es ihnen gut geht. Und wenn sie mich persönlich kennen, dann geht das sehr gut. Sonst geht das nicht. Aber dann ja. Das ist auch ganz einfach zu verstehen und auch ganz logisch für mich, weil ich das höchste Licht bin. Und wer das Höchste erniedrigen will, durch den Drachen auch, den man dann hat, meistens bekommen die ihn dann unbewusst, aber man könnte sofort wieder aus dieser Schiene herauskommen, wenn man das wollte. Und das war vor Jahren auch so. Da haben die das auch noch gemacht. Aber jetzt? Ganz selten. Leider Gottes ist das. Der Drache kann mir im Nu alle Menschen wegreißen. Wenn er Menschen gefunden hat, die sehr viel Licht brauchen und bereit sind, alles über Bord zu werfen, was sie Jesus versprochen hatten, im Gebet, jeden Tag, mehrmals sogar, und Jesus auch dadurch dann. Da ist das Problem nur, was Jesus und ich haben. Amen in Amen. Das hat aber auch mit den Gesetzen Gottes zu tun. Ich muss mich dem auch fügen, genauso wie andere, ohne Ausnahme, weil die für alle gelten. Ich kann nicht sagen, ich bin die Erleuchtete und die Frau aus den Prophezeiungen. Für mich gilt das nicht, um Gottes Willen. Das gilt für mich alles genauso wie für andere Menschen auch. Ich habe nur eine andere Aufgabe, das ist alles, mehr nicht. Amen. Und wer sich gerne aufspielen will, Anerkennung will, sich gerne aufbläht, sag ich mal, und sich sehr gerne erhöht auch vor anderen, sich erhöhen lässt vom Drachen, der einem das einflüstert, nach dem Motto, du bist viel besser und viel schöner und beobachte sie mal, das ist gar nicht die Frau aus den Prophezeiungen, dann schon habe ich ganz schlechte Karten. Weil so vertreibt man Jesus in sich ganz schnell, der geht dann weg, weil er sich sagt, das ist nicht meine Sprache. Damit will ich nichts zu tun haben. Das ist Drachensprache nur und dann sollen die sich bitte auch mit dem Drachen gerne vergnügen. Ich bin dann mal weg. Amen. In anderen Bereichen kann Jesus ja gerne wiederkommen, weil man da positiver ist. Es kommt immer darauf an, wo sind die Probleme, die in einem sind, in welchen Bereichen auch. Und das ist bei jedem Mensch anders. Amen. Jetzt erstmal stehe ich wieder da mit meinem Talent. Ich kriege wieder Unwetter vorhergesagt von Gott deshalb, weil es jetzt wieder heiß wird in Deutschland. Und weil das immer so rapide geht, ein Auf und Ab ist nur noch, also wirklich wie ein Ping-Pong-Spiel, wie ein Tischtennisspiel, sag ich mal. Stellen Sie sich das einfach so vor, zwei Personen spielen Tischtennis und die eine sorgt für
Hitze und die andere Person für Kälte. Und es geht hin und her, heiß, kalt, so wie auch die Marienwarnung ist. Auf Hitze folgt Kälte und umgekehrt, Arm in Arm. Vor ein paar Jahren hatten wir noch ganz extreme Winter, vor allem bis 2013 ganz extrem. Und zwar, weil ich immer wieder zu meiner Mutter fahren wollte, die sehr krank war. Und um mich zu behindern, zu blockieren, auch mir Steine in den Weg zu legen und mir ein Beinchen zu stellen, hat man den Drachen so gehabt, damit die Winter sehr kalt waren und ich im Winter so gut wie gar nicht zu meiner Mutter konnte. Seitdem die aber nicht mehr lebt, ist alles verkehrt rum. Seitdem will man Hitze haben und man versucht mich damit zu blockieren. Es geht immer nur darum, was kann man tun, um Macht zu haben? Über mich, über Gott auch und über die gesamte Menschheit auch. Wie kann man das haben für sich selbst mit dem Drachen zusammen, was ich haben soll für Gott und mit Gott zusammen und mit Jesus zusammen? Wie kann man mir das nehmen und kaputt machen? Darum geht es. Und das summa summarum macht dann den Klimawandel aus, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Es gibt ja eigentlich gar keinen Klimawandel, sondern aufgrund dessen, das, was ist, vorhanden ist, weil wir die Bibeloffenbarung haben und aufgrund dessen, was ich erleben muss immer wieder mit einigen, ja, für Gott ist das dann ein Deserteur, so wie ein Fahnenflüchtiger, weil Gott sich dann verlassen fühlt total. Man sich nicht ihm untergeordnet hat und bereit ist dazu, anderen Schaden zuzufügen durch den Drachen, den man dann hat. Und davon auch ist die Welt voll inzwischen. Leider Gottes ist das. Viele lügen sich was in die Tasche und sogar schon die 16-jährige Greta tut das, die auf einmal sehr viel Erfolg hat, obwohl das für Gott gar nicht das ist, was sie meint und auch gar nicht wissen kann. Sie ist viel zu jung dazu. Sowas müsste ausgebremst werden, total, sagt Gott. Aber heutzutage ist alles möglich. Auf jeden Fall der Drache schafft das, dass ich nichts erreichen kann. Und damit ist er auch sehr erfolgreich. Und das macht alles nur noch schlimmer. Weil der Drache immer mehr aufsteigen kann und Gott immer mehr kaputt machen muss dadurch. Da ist das Problem für die Menschen, was die Menschen dann Klimawandel bezeichnen. Und wenn jemand den Drachen hat, der bei mir ist und auch noch eine Resonanz dafür hat, der kann ja den Drachen gerne haben, aber auch noch eine Resonanz dafür hat, sodass der Drache zu mir gelangen kann, das ist ein Gräuel für Gott, weil dann erst habe ich Erstickungsanfälle und dann nur kann die Person mir meine ganzen Klienten nehmen, alles, was ich habe, alles, was ich mir mit Jesus weltweit erarbeitet habe, kann die Person mir dann mit einem Mal nehmen. Weil es mir dann aber sehr dreckig geht, bremse ich die Person sofort aus damit. Und deshalb können die nicht so viel erreichen mit einem Schlag, mit einem Mal, sondern immer nur Teile davon. Sie versuchen dort Menschen zu bekommen für sich. Ich nenne sie Seelenräuber, weil der Drache will nur die Seele haben. Dann hat er die Macht über die Menschen, wenn er die Seele hat. Ein Drachenanhänger verkauft immer nur seine Seele, mehr nicht. Und damit hat der Drache das Gold. Dadurch dann kann der Drache die Person steuern, so wie er das will und auch braucht. Und Jesus und ich wollen ja auch nur die Seele haben, mehr nicht. Für das Gute, für das Heil, für das goldene Zeitalter, für alles was gut ist auf der Welt.